Auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München kam es hier kurz nach der Einfahrt Eichelberg heute Morgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Beim Eintreffen hat die Feuerwehr einen Gießlaster vorgefunden und einen englischen Reisebus. Im englischen Reisebus war eine Reisegruppe aus England, die auf dem Weg nach Österreich war. Der Fahrer des Reisebusses war eingeklemmt. Nachdem nur der Fahrer im Fußraum eingeklemmt war, konnten die Reisenden aus England aussteigen und die Feuerwehr hat gemeinsam mit den Feuerwehren aus Weilheim und aus Gröbingen den Busfahrer, der aufgrund des Reisebusses auf der rechten Seite saß, war ein Rechtslenker, dann befreit. Glücklicherweise war ein Busunfall gemeldet, aber es war dann Gott sei Dank nur der Busfahrer eingeklemmt. Die Reisegruppe konnte auch aussteigen und war glücklicherweise nicht verletzt, sodass wir nur einen verletzte Person hatten. Ja, beim Busunfall war zunächst mal die Vermutung, dass es ein schwerer Unfall ist mit vielleicht auch zahlreichen Verletzten. Busunfälle haben durchaus das Potenzial, dass einige Verletzte da sein können. Wir haben deshalb neben der Feuerwehr Weilheim, die bei normalen Verkehrsunfällen auf dieser Strecke alleine fährt, gleich die Feuerwehr aus Gröbingen mit hinzu alarmiert, auch größere Kräfte des Rettungsdienstes alarmiert, um die Personen zu betreuen. Die Personen werden jetzt auch von uns weiter transportiert. Sie sind jetzt hier auf der Autobahn ja gestrandet. Wir haben sie mit Fahrzeugen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes jetzt versorgt, bringen sie auf der Autobahn hier weg, wo sie warten können, bis sie dann einen Ersatzbus dann haben. Ja, die Feuerwehr Weilheim war mit 6 Fahrzeugen, Gröbingen mit 3 und ich, also insgesamt 10 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr mit rund 50 Einsatzkräften. Wir befinden uns hier auf der A8 in Fahrtrichtung München, kurz nach der Anschlussstelle Weilheim. Hier kam es zu einem Auffahrunfall, in dem auch ein vollbesetzter Linienbus beteiligt war. Ja, also primär wurde hier ein Rettungswagen und ein Notarzt alarmiert, dass die Meldung war, dass es sich um einen verletzten Busfahrer handelte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich dann heraus, dass der Bus voll besetzt ist. Der Busfahrer war in der Pedalerie eingeklemmt und musste dann durch technische Rettung befreit werden. Ja, primär mal die Erstversorgung des Busfahrers und dann natürlich die Betreuungslage der weiteren Fahrgäste, die den Bus verlassen hatten und hier bei Minustemperaturen standen und dann von Kräften des DRK betreut wurden. Ja, wir haben einen verletzten Busfahrer, der schwer verletzt ist. Der wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert und wir haben hier an der Einsatzstelle dann 42 Personen aus dem Bus betreut und jetzt in die Unterkunft hier in Weilheim gebracht.